Gut, dann sind wir hier beim zweiten Spiel. Im Labyrinth. Das war mein Fehler. Ja, sorry. Schlag's kaputt bei dir und ich schlag's bei mir kaputt, wenn sie. Okay, gut. Hihi. Kein Das ist ja mal Problem. doof. Ach, das geht schon so. Ach, man könnte überhaupt Rüstungen einfärben bei Teamspielen, das wäre klüger. Also abgesehen von dem Kompass in meinem Inventar sieht man jetzt bei mir direkt, was die Spieler Ja. so zur Verfügung haben. Also sechs Fire Charges in der Map, ein Eisenschwert, einen goldenen Brustpanzer, einen Bogen und drei Pfeile. So, bei der Gelegenheit mache ich mich wieder unsichtbar. So, hier ist es ganz interessant. Wenn man springt, kann man zwar etwas drüber sehen über das Ganze, allerdings macht man sich auch selbst sichtbar. Durch das jeder einen Bogen und drei Pfeile hat, kann man auch auf Fernkampf gehen, sich hier, sobald man mal die Mitte erreicht hat, eine bessere Position verschaffen, nach, von oben runterschießen, aber auch von unten abgeschossen werden. Umliegende Pfeile können natürlich eingesammelt werden. Und ja, schauen wir mal, wer ist denn schon recht nah am Ausgang dran? Ja, naja, mal nicht so weit entfernt. Javrek und Loris sind da. Wo müssen die denn da überhaupt hin? Ja, naja, vielleicht nicht am besten Pfad, aber. Da wird's gerade interessant. Auf der roten Seite. Schöner Schuss. Jetzt kann schon der erste Pfeil eingesammelt werden. Man darf nicht vergessen, dass das viele Springen auch, na, was kostet? Genau, Nahrung. Verdammt, ich hatte die Befürchtung, dass die nicht funktionieren. Ja, muss doch ein Stück rüber. Gut, dann sind die Kugeln jetzt ab dem nächsten Spiel nicht mehr dabei. Ja, ich muss zugeben, ich habe das selbst mit den Kugeln noch nicht so probiert. Also die waren jetzt für mich auch ein Neuland. Ich dachte nur, dass die Fire Charges so funktionieren. Gut, gibt es halt bei keinem Spiel. Dann nehmen wir das hier direkt raus. Stellungskampf. Ui. Daneben geschossen. Der Pfeiler liegt jetzt da. Ich habe die Vermutung, der bleibt ja eine 5 Minuten hier. Jetzt. Jetzt ist interessant. Javrek kann noch immer Punkte machen. Wenn der Loriot schafft, Durch, beide du. Gegner umzubringen. Der Clan weiß leider schon, was er vorhat. Der war sauber geschossen. Muss man zugeben. Jetzt schlagt euch noch gegenseitig tot. Nein, muss man sagen, der war richtig schön geschossen.
Unfair. Also gut. Hat mich sehr gefreut. Wir können nachher gern weitere Spiele machen. Ich kann es momentan gerade nicht. Aber sowohl Einzelkampf als auch Teamkampf sind sehr vielversprechend. Im Labyrinth hat man richtig gemerkt, dass das zuerst zur Mitte kommen einen Vorteil gegeben hat. Na dann, bis zum nächsten Spiel.